möchte nun einmal zeigen, wie man ein Würfelnetz zeichnet. Dafür zeige ich mein Raster an und zeichne einfach eine Fläche von 1 cm mal 1 cm. Dann ändere ich hier auch die Farbe der Linie und der Fläche. Ups, ich möchte das gerne in Weiß haben. Und dann kann ich auch schon anfangen, schnell zu duplizieren mit der STRG-Taste. Und dann habe ich auch mein erstes Würfelnetz soweit fertig. Das kann ich jetzt einmal gruppieren und auch hier in meine Ablage packen. Und auch hier übernimmt den Titel nicht. Nach dem Neustart wird das dann wieder aktiviert. Und dann kann ich hier das gesamte Gruppierte auch mit der STRG-Taste duplizieren und dann hier meine Gruppierung betreten. Und dann kann ich ein Element einfach nur ändern und dann die Gruppierung wieder zusammenfügen. Oder dann das hier auch duplizieren und auch hier wieder betreten. Und nur ein Element dann abändern und dann wieder die Gruppierung verlassen. Das Gesamte wird dann wieder zusammengefügt. Falls du Fragen oder Anregungen hast oder einfach nur Material austauschen möchtest, freue ich mich, wenn du auf meinen Server bei Discord kommst, Mathe mit Draw. Den Link zu der Einladung, den findest du unter dem Video.